Schönen guten Morgen, meine Liebe. Oh Gott, ist das Licht krass hier. Seht ihr das? Den Ring in meinen Augen. So filmen professionelle Leute mit Ringlicht. Ich filme so im Hotel Meilenstein, weil hier so ein cooler Spiegel ist. Wir sind gerade aufgewacht. Die Nacht war so, die Kinder waren immer wieder wach. André hat natürlich traumhaft geschlafen. Papa? Bist du bei Ben? Ja. Papi hat traumhaft geschlafen in seinem eigenen Zimmer, hat gesagt, er hat gar nichts gehört. Ich bin die halbe Nacht rumgelaufen mit Ben. Lia ist mir auch ab und zu wach, ne? Irgendwie, ja, war die Nacht nicht so gut. Aber in den Momenten, wo ich geschlafen habe, habe ich sehr gut geschlafen. Das Bett ist mega, die Kissen sind toll. Aber die Kinder haben nicht geschlafen. Ben. So, jetzt ziehen wir uns an, ihr Süßen. Ben ist schon angezogen, die Jansi muss ich noch anziehen. Und dann gehen wir lecker frühstücken. Nein. Weißt du, was es da gibt? Nein. Schweizer Kaba. Ja, ja, ich bin ja. Schaut mal der Ausblick aus unserem Zimmer. Jetzt sieht man es natürlich viel besser hier mit Terrasse. Wir zeigen es euch nachher nochmal richtig. Jetzt gehen wir aber erst frühstücken. Dein Leben hätte ich gern. Gut geschlafen? Ja. Sehr gut. Die Skybar, Schatz, oder? Mhm. Ah, okay, da oben ist noch eine Bar. Das haben wir das letzte Mal nicht gesehen, oder? Aber es war gar nicht auf. Ah, es war nicht auf, das letzte Mal? Obwohl hier steht es. Ab 16. Bleibt es selber geschlossen und wir begrüßen sie. Ah, vielleicht sind die heute Abend offen. Skybar. Müssen wir heute Abend schauen? Heute ist Mittwoch, ja. Oh ja, da putzt jemand die Autos, schau mal. Klar, die müssen natürlich täglich geputzt werden, wenn das Museum immer offen ist, stimmt? So, mein Schatz, los geht's. Manche kann man kaufen, da stehen Preise und darf übrigens auch bei diesem Bentley und so. Ah ja? Kilometerstand, alles. Und dann holen die da immer raus, oder was? Ich weiß nicht. Wenn man die verkauft. Obwohl einmal fahren in Ferrari wäre so geil, oder? Das darfst du bestimmt. 500 oder sogar mehr PS. Frühstück! Jetzt geht's zum Frühstück. Beim Frühstücksbereich sieht man natürlich wieder Autos. Das sind ganz normal, oder? Und da vorne ist jetzt das Frühstücksbuffet. Dann geht's mal los mit dem Frühstücksbuffet. Liant, möchtest du dir gleich einen Schweizer Kaba machen? Ja. Komm. Schweizer Kaba. Also, dann gucken wir mal. Stilles Wasser, Multivitaminsaft gibt's, Cranberry-Saft und Orangensaft. Ja, kannst du machen, Papi. Schweizer Kaba. Schweizer Kaba. Dann gibt es Cornflakes und Trockenfrüchte. Nutella und Honig. Marmelade, Obst, süße Teilchen, Brot, Croissants, Brötchen, Käse, Wurst, Lachs. Und wir wurden jetzt gleich gefragt, was wir für ein Omelett haben möchten. Was für Eier, also Omelett, Rührei, Spiegelei, Joghurt. Oh, deswegen bin ich in der Schweiz. Bircher Müsli, ich liebe es. Und Obstsalat gibt's auch. Wie aber natürlich bei jedem Frühstück müssen wir erstmal die Kinder versorgen. Benjamin ist hier gerade schon am Traubennaschen. Liana hat sich Cornflakes, Naturjoghurt und Croissant mit Nutella rausgesucht. Ne? Venture Denton Hotel. Ich schneide jetzt gerade noch eine Birne und einen Apfel für Ben. Vielen Dank. Wow. Schatz, schau mal. Omelette und Rührei. Sieht gut aus. Rührei schmeckt. Aha. Mutti schmeckt und Kaba schmeckt und die Schokolade schmecken und das Schokolade schmeckt. Schmeckt alles lecker. Wie ist dein Omelette, Papi? Lecker? Sieht gut aus. Und die Mami liebt das da so arg. Das gibt's immer nur in der Schweiz. Das ist Birchermüsli. Schmeckt ganz lecker.
Und die Butter. Und Butter hat die Mama und Latte Macchiato. Ist auch eine Butter? Kannst du meine haben? Hier, mein Schatz. Aber dann hast du Kaffee. Ich hol mir eine neue, okay? Guten Morgen, ihr Fischis. André hat gerade gefragt, wie schlafen die Fische? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die immer schwimmen, oder? Fische legen sich doch nirgends hin. Weiß das jemand von euch? Müssen wir aber gleich nachlesen. Halliana, wie Fische schlafen. Vielleicht können die einfach so... Vielleicht wach schlafen. Ja, vielleicht schlafen die wach, das stimmt. Vielleicht schwimmen die weiter. Und dösen nur so, schau mal, der große Ohr. Wahnsinn, oder? Fische haben auch so was Beruhigendes. Ich könnte mich jetzt hier mit einem Sessel hinsetzen und den ganzen Tag den Fischen zuschauen. Willst du rein? Okay, Liana will in das Aquarium rein, also nee, nicht ins Aquarium rein, sondern in die Bar, wo man alle Fische sieht. Gestern hat das jemand auf Instagram gefragt, also für Hotelgäste ist das Aquarium und das Fahrzeugmuseum umsonst. Und hier bei dem Aquarium ist tagsüber nie was los, also es war das letzte Mal schon so, weil das ist ja eine Bar für abends, das heißt für die Kinder mega, die können hier rumspringen, Ben kann krabbeln überall und natürlich immer wieder diese Faszination von diesem Aquarium. Man kann da stundenlang davor sitzen und Ben sitzt jetzt auch echt schon bestimmt 20 Minuten davor und guckt nur rein. Schaut mal, so süß. Sind da Fische, Ben? Also alleine schon wegen diesem Aquarium würde ich immer wieder ins Meilenstein gehen. Es ist einfach, wie wenn man ein Tagesticket im SeaWorld oder wie das heißt, löst. Kennt ihr das, wo man den ganzen Tag Fische anschaut? Das ist hier so riesig, es gibt so viele verschiedene Fische. Man hat immer irgendwie Ruhe, also es war jetzt wirklich das letzte Mal genauso. Die Kinder sind voll entspannt und auch mich entspannt das total. Also ein Sprudelbad, so ein Strudel und da gehen immer wieder die kleinen Fische rein. Oh wow! Also André, gleich mein Schatz, fange ich dich, okay? André hat gerade nachgelesen, dass erstens, was ich voll interessant finde, Fische kein Lid haben. Das heißt, Fische können die Augen nicht schließen. Die haben immer offene Augen. Auch wenn sie schlafen. Und sie schlafen, aber, also das ist wohl auch von Art zu Art unterschiedlich. Manche legen sich wirklich hin, irgendwo in eine... Manche legen sich hin, zum Beispiel in irgendeine Anemone oder so. Manche legen sich wirklich auf den Boden. Manche schlafen, während sie schwimmen, aber würden sich dann wohl auf den Rücken drehen. Man könnte sich echt Stunden hier aufhalten. Es ist so schön. Wir werden auch nachher nochmal hierher kommen. Vielleicht heute Abend ist vielleicht die Bar offen. Wer weiß. Wir haben ja heute nach dem Kiddy-Dome nochmal schön Zeit. Und morgen früh nochmal. Also ja, wir werden garantiert noch ein bisschen im Aquarium Zeit verbringen. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder hoch aufs Zimmer. Und mal gucken, was wir dann machen. Einfach gemütlich, glaube ich. Ah, wir wollten an der Rezeption noch fragen, ob wir den Tesla irgendwo laden können. Und dann machen wir einfach gemütlich, bis es nachher in den Kiddy-Dome geht. Jetzt haben wir gerade in der Rezeption gefragt, ob sie eine Ladestation haben. Und natürlich haben sie eine kostenlose Ladestation für Elektroautos. Wie soll es auch anders sein bei einem Fahrzeug-Hotel-Museum? Jetzt kann André gerade den Tesla einfach dort anstecken, dann müssen wir gar nirgends hinfahren. Das ist super. So, jetzt kuscheln wir uns nochmal ins Bett. Also gefühlt waren wir nicht mal eine halbe Stunde aus dem Zimmer und schon ist das Zimmer schön gemacht. Alles sauber, alles vom Boden weg, Betten frisch, Handtücher frisch. Ich wollte eigentlich noch ein Kärtchen dranhängen, dass sie das gar nicht machen brauchen.
Aber jetzt ist es schon passiert. Na? Hat jemand gemacht. So toll. So, jetzt kuscheln wir uns ins Bett. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon eine Weile auf dem Zimmer. Lianchen darf den Paw Patrol Film schauen. Ich habe ein bisschen Instagram Stories gemacht und einen Post geschrieben. Auch das ist ja Arbeit. Viele sehen es nicht als Arbeit, aber für uns ist das schon Arbeit, weil es natürlich auch Zeit kostet, ein Foto zu machen und das zu posten und sich was zu überlegen und das hinzuschreiben. Bei mir ist das immer so aus dem Bauch heraus. Wenn sich gerade irgendwas ergibt, dann poste ich. Und jetzt muss ich noch 2 Rechnungen schreiben. Und dann werden wir mal überlegen, was wir machen. Ich wollte aber einmal kurz auf die Terrasse und euch einmal hier die schöne Aussicht zeigen im Hotel Meilenstein. Vom Zimmer aus, hier nebendran ist ja Andres Zimmer. Und dann teilt man sich das praktisch noch mit 2 anderen Zimmern. Und hat diesen wunderschönen Ausblick hier. Und heute ist echt so ein total schöner Herbsttag. Die Sonne scheint. Und hier sehen wir das Langental. Schaut mal, sieht schön aus. Total schönes Wetter. Ich bin so dankbar und glücklich. Und hier nebendran ist übrigens die Sky Bar. Aber ich glaube, die hat gerade wegen Corona nicht offen. Also gestern Abend war auf jeden Fall nichts. Aber auch total schön gemacht. Man ist wirklich dem Himmel sehr nahe hier. Aber kalt. Kalt, kalt, kalt. Ich muss nachher mal auf die Terrasse, mein Schatz. Das ist ganz schön. Jetzt willst du? Ist aber ein bisschen kalt. Komm, wir ziehen dir was an. Bist du einmal so? Wie schön das ist. Aber frisch, oder? Hier hätte auch die Mia Spaß hier draußen. Aber ich weiß gar nicht, ob man hier Hunde mitnehmen darf. Müsste man mal fragen. Schau mal, wie schön. Schau mal, die vielen bunten Bäume, ne? Da sieht man immer, dass der Herbst ist, weil die dann immer so schöne bunte Blätter bekommen. Und da unten sieht man den Tesla. Siehst du? Da steht er an der Wand und ist angesteckt. Wir sind hier immer noch am Chillen. André hat mir gerade ein Espresso gemacht und telefoniert gerade mit unserer Marina. Unsere Marina auf FaceTime. Hallo! Wir hatten jetzt echt einen mega entspannten Morgen. Jetzt ist es 14 Uhr, jetzt macht der Kiddy-Dom auf und jetzt fahren wir ganz entspannt darüber und werden Action machen. Stimmt's, Lianchen? Die freut sich schon so aufs Klettern und Rutschen und wir werden euch jetzt gleich alles zeigen. Es gibt auch einen richtig coolen Mama- und Papa-Bereich. Wir haben euch ja schon mal mitgenommen, das war gerade so an der Eröffnung und jetzt ist es halt so richtig fertig und eingespielt und jetzt ist es eine ganz andere Liga. Wir zeigen es euch jetzt. Wir sind da, jetzt geht's los, Kitty Dome. Meine Lieben, wir sind jetzt drin und hier sind viele bunte Lichter. Ich wollte euch ganz kurz zeigen, weil das ist ganz neu. Hier gibt's Schließfächer für Kinderwägen. Das habe ich noch nirgends gesehen. Also wenn ihr mit dem Kinderwagen kommt, da ist ja oft die Frage, wo lasse ich den, wo stelle ich den ab, falls ihr ihn halt nicht im Auto lassen möchtet. Gibt's hier so spezielle Schließfächer, wo man den einschließen kann. Jansen, bist du schon aufgeregt? Ja. Hast du Lust? Ja. Juhu. Gleich geht's los. Also seit Montag ist jetzt im Kanton Bern die Maskenpflicht und natürlich muss man das dann im Kiddy-Dom auch machen. Masken aufziehen und Abstand halten. Hier sieht man schon den Jumping Park für die Größeren. Und da ist auch riesen Trampolin-Action geboten. Liane, jetzt darfst du zur nächsten Linie. Sehr gut. Wir sind jetzt drinnen und jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen den Kiddy-Dome und Liana möchte gleich auf eine Rutschbahn natürlich. Papa hat schon Hunger und Durst, also wir werden hier auch gleich was essen und euch mitnehmen, aber Liana will wie gesagt jetzt erstmal rutschen. Liana wollte zuerst in den Kleinkindbereich und das ist jetzt ganz praktisch für Ben, weil das ist auch Bens Bereich. Kinder unter oder bis 3 Jahren und da werden wir jetzt ein bisschen rumkrabbeln. Schaut mal, da oben ist eine ganz spektakuläre Rutsche. Die zieht sich nämlich durch den kompletten Kiddy-Dome bis nach unten. André nimmt euch nachher mal mit.
und fährt mal eine Runde mit euch. Und dann gibt es natürlich hier diesen riesigen Kletterbereich. Hier gibt es noch einen Kleinkindbereich. Da gehen wir nachher auch mal mit Ben hin. Hier gibt es Trampoline. Und dann ist natürlich überall diese Kletterwelt mit Rutschen und Hindernissen. Und da oben, das wollte André heute auch mal machen, wenn das geht, das ist so ein Kletterparcours für die Größeren, der wirklich oben an der Decke entlang geht. Wir haben jetzt solche Armbänder bekommen, damit kann man auch bezahlen. Die sind super praktisch, spürt man fast nicht am Handgelenk und man braucht eben nicht irgendwie das Bargeld an sich haben, sondern kann alles einschließen und dann mit diesen Armbändern bezahlen. Viele Möglichkeiten gibt, sich auszutoben, kommt man sich hier gar nicht so in die Quere, wie ich eigentlich gedacht habe, was sehr positiv ist zu Corona-Zeiten. Also wir haben jetzt schon Hunger bekommen, ne? Was ist los? Komm gleich. Dankeschön. Wir haben jetzt schon richtig Hunger bekommen und die Auswahl hier ist krass. Also das unterscheidet so ein Spielhaus von vielen, vielen anderen, weil die Auswahl an gesundem Essen ist hier richtig groß. Ihr habt frische Salate, ihr habt ganz frische neue Burger, also es sind jetzt viel mehr Burger dazugekommen wie das letzte Mal, wo wir hier waren. Es gibt verschiedene Nudeln. Du kriegst Pasta. Deine Pommes, mein Schatz. Es gibt Crepe. Ja, jetzt. Es gibt Crepe, es gibt Salate, es gibt verschiedene Pasta, es gibt Snacks, wie zum Beispiel Mozzarella Sticks, Falafel, Nuggets, Fischstäbchen. Dann gibt es ganz frische Burger, da hat jetzt André sich einen ausgesucht. Den Big Jimmy Bacon, oder hast du genommen? Ja. Gucken wir jetzt gleich mal. Ein neuer Nacho-Burger gibt es, filme ich euch gleich auch mal ab. Also das ist richtig krass. Normalerweise gibt es in so einem Spielhaus Chicken McNuggets und Pommes und kein Vegetarisch und gar nichts. Und das ist eine Riesenauswahl. Jetzt testen wir mal, wie es schmeckt. Das ist wohl ein ganz neuer Nacho-Burger mit Beef Patty, Cheddar, Tortilla, Chips, Salat, Gurke, Tomate, Guacamole. Schaut mal hier. Kakao hast du gedacht? Nein, das ist Salatsoße und der Salat sieht auch mega frisch aus. Jetzt haben wir natürlich noch Dressing auswählen können, italienisch oder französisch. Und wie immer, gut organisiert mit den Pagern, kann man sich jetzt an den Tisch setzen und wenn es vibriert, das Essen holen. Noch fester, ganz Schatz? Fest. Ah, hier unten, schau hier.
Lecker? Super. Yo. Yo, was ist das? Sehr lecker. Auch eine Gurke? Kommt gleich. Ben nascht gerade schon Gurken vom Salat. Papi, oh, a beautiful man. Papi genießt sein Bierchen. Ich habe Revella, mag ich total gerne. Und Liana, habt ihr gesehen, hat sich gerade Apfelschorle rausgeholt. Sehr gut, sehr gut, sehr frisch. Man geht los und es sieht alles so lecker aus. Das ist Andres Burger. Du isst eine Nudel, pass auf, vielleicht ist es noch heiß. Pizza Margherita. Pure Nudeln für Ben und Liana, Pommes und Mozzarella Sticks. Riecht lecker, sieht super aus. Jetzt kommt der Geschmackstest. Gut? Sehen auch richtig gut aus. Knusprig, gell? Sehr lecker. Wirklich gut. Ja? Also wirklich alle happy. Ben kämpft mit den Spaghetti und redet mit ihnen. Liana hat schon Mozzarella-Sticks probiert, die sie super findet. Pommes. Und jetzt probieren wir gleich noch die Pizza. Wenn man ältere Kinder hat, dann kann man echt die Aussicht genießen und die Kinder hier springen lassen, während man selber chillt. Es gibt aber noch spezielle Bereiche für Männer und Frauen, die zeige ich euch auch gleich noch. Ihr wisst, wir sind wirklich immer ehrlich. Wenn mir was nicht schmecken würde, würde ich sofort sagen, aber das Essen ist echt super und für ein Spielhaus hohe Qualität. Es ist kein 0815 Essen, es schmeckt echt alles richtig lecker. Man weiß ja, dass in diesen Spielhäusern immer sehr viel Lärm ist und dass immer sehr viel los ist. Und was ich hier liebe, dass es halt auch viele Bereiche gibt, wo man sich zurückziehen kann. Und ich zeige euch jetzt mal den Mama-Bereich, weil der war damals noch nicht fertig und ich habe ihn selber noch nicht gesehen, bin ich super gespannt drauf. Wow, die Mama Relax Lounge. Ben ist gerade echt ein bisschen unruhig und ich habe gedacht, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückziehen. Und ich würde sagen, ich habe den perfekten Raum gefunden. Schaut mal, Mama Relax Lounge steht dran und dann gibt es hier Massagesessel und hier gibt es auch eine kleine Sitzecke und es ist so liebevoll gemacht. Können sich die Mamas hinsetzen und unterhalten oder eben sogar mal massieren lassen? Das werde ich gleich tun. Ich muss das tun. Schaut mal, Massagesessel. Ich war schon lange in keinem Massagesessel mehr. Das letzte Mal habe ich einen verkauft, vorgestellt bei Pearl TV. Wow, was ist das? Ach krass, kann man hier auch richtige Massagen machen lassen? Oder was ist das? Well System. Oder ist das wirklich eine Massagebank? Jetzt wird es interessant, ich habe keine Ahnung. Okay, da ich jetzt hier alleine bin gerade, Bändchen krabbelt, werde ich jetzt mal dieses Bett testen. Oh, das ist warm, krass. Ist das einfach ein Wasserbett? Wie krass ist denn das? Ah nee, das kann mehr. Boah, hier ist ein richtiges Bedienpanel. Schaut mal. Das ist eine Massageliege, aber die ist warm und Wasser ist unter mir. Sorry, Bändchen, ich kann nicht ziehen. Da kommen Papa und Liana. Das ist ein Massagebett. Da kann man 15 Minuten Massage haben. Ja, mein Schatz, schau mal, das ist ein Wasserbett. Willst du auch mal drauf liegen? Bist du auch eine Mama? Eine Puppenmama bist du, oder? Was ist für Mama? Was ist los, du Puppenmama? Komm her. Papa, Mama Relax Lounge. Mama Relax Lounge. Mama, geh mal weg. Genießen Sie die Massage. Yes, yes, yes. Ah, ja. Das ist das Problem mit unserer Familie. Oh, ja. Mama, geh mal weg. Die eine schnappt sich das Bett. Oh, und der Papa, bevor ich überhaupt was sagen kann, sitzt ja schon im Massagesessel. Oh, er hat es schon. Ja, Mama. Oh, oh. Das ist halt die Puppenschutz. Oh, ja. Willst du auch, Liana?
Tut dir gut? Super. Ich bin so froh, dass euch das gut tut. Nochmal, für dich gibt es eine Männerhöhle. Das ist die Mama Relax Lounge. Bist du eine Mama? Ja, yeah, like there is police today. Okay. André, es scheint es zu genießen. Yes. Ich find's voll unverschämt. Ah, yes. Ja. Oh. So, Lianchen probiert jetzt mal das Massagebett. Das fängt schon an zu vibrieren. Sie traut der Sache noch nicht ganz, aber ich bin bei ihr. Auch bei mir, ganz gut. Tut ihr gut? Schön. Dann entspannt euch. Es lohnt sich sehr, sehr, ja. 3 Minuten war das jetzt? Und waren gute 3 Minuten? Ja, sehr gut. Okay, dann mache ich das jetzt. Steh auf. Du hast noch ein bisschen. Aber du darfst unser Kind nehmen. Nee, ich mach's noch. So, jetzt ist Mama dran. Wo muss ich das reinwerfen? Papa. Ich hab das Kochen, ich bin gar nicht. Aber ich bin Muss ich Start drücken oder geht es los? Oh, es geht los. Wow, 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 wow. Mm, sehr gut. Bist du gut. Wie cool ist das, oder? In dem Spielhaus für Kinder Massage liegen und Sessel für die Mamas. Oh. Voll gut. Jetzt bring mir den Ben, komm. Das hat doch keinen Sinn. Ich kann es genießen, wenn mein Kind schreit. Ich weiß noch, beim letzten Mal, wo wir hier waren, haben voll viele geschrieben, was, eine Männerhöhle? Das ist doch... Hast du einen Tipp? Dann komm. Das braucht man doch nicht und das ist doch ein Spielhaus für Kinder, aber genau darum geht's. Jeder hat verdient, mal eine Pause zu bekommen. Und Männer und Frauen, wir genießen halt anders. Und deswegen finde ich diese Bereiche mega. Damit, Herr, schau hier rein. Da musst du reinsitzen. Und es ist einfach so, dass in diesem Spielhaus jeder auf seine Kosten kommt. Die Kinder haben ein riesiges Spielparadies und die Frauen... Die Mamas haben hier eine Möglichkeit, einfach auch mal Zeit für sich, tut gut, Zeit für sich zu bekommen. Und die Papas haben auch einen ganz eigenen Bereich. Ich zeig's euch, wie das aussieht. Schaut mal, das ist dieses Massagebett. Also es fühlt sich an wie ein Wasserbett, das warm ist. Und da sind eben auch Hände, in Anführungsstrichen, drunter, die dich massieren. Oh, ich brauche sowas für zu Hause. So ein Sessel oder so ein Bett. Das ist meine Arbeit nach der Raum. Kitzelt. Daddy's Fun Area. Und hier ist jetzt der Männerbereich. Und André im absoluten Glück. Ein riesiger Bildschirm. Da können die Männer nämlich wirklich Xbox spielen. Und Nintendo. Dann ist es hier halt voll männlich. Also wirklich mega cool eingerichtet. Und dann gibt es hier... Augustina gibt es. Dann gibt es hier ein Ping... Nee, wie heißt das? Doch, Ping-Pong? Pinball. Ah, das da, ne? Das gab es auch im Hotel. Ja, da darfst du spielen, obwohl es die Männer-Lounge ist. Und das da, das absolute Highlight. Und wie cool ist bitte das für die Männer? Da kann man verschiedene Biere probieren. Schaut mal. Hast du schon was probiert? Papi, hast du schon alle Biere probiert? Dann kann ich nachher nach Hause tragen. Aber wir schlafen ja heute noch mal im Meilenstein. Das heißt, wir haben nur 10 Minuten Autofahrt. Also ich könnte echt fahren. Was? Hier von dieser Papa-Lounge aus sieht man in einen Bereich rein. Da gehen wir jetzt gleich noch rein mit Liana. Da gibt es nämlich diesen Vulkan, den man hochklettern kann und runterrutschen. Dann hier gibt es so einen Ballbereich. Ihr seht hier, da spielen die Jungs Fußball gerade.
Und hier ist auch nochmal eine riesige Hüpfburg, die immer den Mund auf und zu macht. Und man kann hier noch mit Dreirädern, Rollern und so in der Gegend rumfahren. Mir hat übrigens gestern jemand auf Instagram geschrieben, fahrt ihr wirklich wegen diesem Kitty Dome in die Schweiz? Und wenn man einmal hier war, dann wisst ihr warum. Früher, vor den Kindern, hat man sich mal einen Wellnessurlaub gegönnt oder ist mal für ein Wochenende, keine Ahnung, 5 Stunden Auto gefahren. Und hier kommt einfach die ganze Familie auf die Kosten. Und das ist, wenn man Kinder hat, dann ändert sich das. Und ich bin immer da glücklich, wo ich weiß, meine Kinder sind glücklich. Liana ist hier im Paradies. Wir genießen natürlich auch dieses wunderschöne Hotel, in dem wir momentan sind. Aber auch hier, dieser Kiddie Dome, der ist eben nicht nur für Kinder. Ihr seht, es gibt hier wirklich Bereiche, wo auch die Mama auf ihre Kosten kommt, der Papa auf seine Kosten kommt, wo wirklich jeder glücklich ist. Und ich finde, das haben die hier in diesem Kiddie Dome in Rohrbach so toll kombiniert. Ich habe das beim letzten Mal schon erzählt, vor knapp einem Jahr, dass man andere immer überreden muss für solche Dinge. Aber hierher musste ich ihn keine Sekunde überreden. Er mag das hier auch total gerne. Süßer Satz! Und jetzt sieht's der Ben zum ersten Mal. Das letzte Mal war er noch in meinem Bauch. Also wirklich schön. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir Lianchen auspowern, weil wegen ihr sind wir natürlich vor allem hier. Und die möchte natürlich noch ein bisschen... Du willst das spielen, den Flipper? Ah, Flipper heißt nicht Ping-Pong. Flipper. Flipper heißt das. Das willst du spielen? Okay, und dann gehen wir auf den Vulkan. Und natürlich kann man hier auch Kindergeburtstage feiern. Schaut mal, wie schön. Dann bekommt man so einen separaten Bereich für das Geburtstagskind und die Gäste. Weil man dieses Teil hier hat und dann das Köpfchen so richtig an sich ran machen kann und das Ohr auch so ein bisschen zu ist. Ist natürlich laut in so einem Spielhaus, aber ich könnte jetzt auch in den Mama-Bereich, da wäre es ganz ruhig. Aber ich möchte ja ein bisschen für euch vloggen, deswegen bleibe ich jetzt bei Liana und Papa dabei. Thank you.
ich hier auch absolut genial finde, wir Eltern sogar mit Baby vorne dran kommen einfach überall durch. Es ist kein so Spielhaus, wo alles so eng und klein ist, sondern es ist super viel Platz und ich kann meinem Kind überall hinterher klettern, sogar mit Baby in der Trage. Ausprobiert, jetzt will ich. Mal euer Fazit. Wie fandet ihr den Kiddy Dome? Sehr gut. Mega, oder? Immer noch nicht alles ausprobiert, aber nur gut. Stimmt, wir haben es immer noch nicht geschafft, alles zu machen, gell? Was für ein Bier trinkst du gerade? Ein Schlösschen. Feldschlösschen, das sind Schweizer. Schweizer Bier, oder? Wie fandest du den Tag heute? Gut. Fandst du gut? Was hat dir am besten gefallen? So viele Gummibärchen. Stimmt. Was hat dir am besten gefallen? Den Vulkan. Den Vulkan fandst du cool? Zum Hochklettern und Runterrutschen? Sollen wir mal wieder herkommen? Ja? War gut, ne? Gehen wir jetzt ins Hotel Fische anschauen? Ja. Oh. Sauna! Schaut mal, alle sind glücklich hier. Das ist unser perfektes Urlaubsziel, oder? Jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir gehen, weil mein drittes Kind ist knatschig. Drittes Kind muss jetzt in die Sauna. Hör auf. Wir hatten einen wunderschönen Tag, jetzt gehen wir hoch. Checken aus, wollte ich gerade sagen. Verabschieden uns von dem schönen Kiddy Dome. Schon wieder vorbei, der schöne Tag. Und ja. Bella. Fahren zurück ins Hotel. Wir haben ja Gott sei Dank noch eine Nacht im Hotel. Noch nicht ganz nach Hause. Danke, Kiki, die Daumen und tschüss. Ja, nein. Warum bist du knatschig, Papa? Ich bin müde. Ich bin in die Sauna. Okay, spasibo, meine Sohn. Tschüss, du wunderschöner Kiddy Dome. Wir fühlen uns hier so wohl und es ist einfach so toll und wirklich auch eine Fahrt wert mit mehreren Kilometern. Also wenn ihr mal hierher kommt, richtet dem Kiddy Dome immer einen schönen Gruß von mir aus. Was willst du? Ich will nochmal in den Kiddy Dome. Nochmal in den Kiddy Dome? Ja. Ganz bald gehen wir wieder, okay? Versprochen. Nein, jetzt.
Ganz bald. Na jetzt. Aber jetzt hat er doch zu. Wir sind zurück und da ist jemand ganz müde geworden. Kleine süße Liana. Zurück in unserem wunderschönen Hotel. So, meine Lieben, wir sind im Hotel zurück, beide Kinder im Schlafanzug. Ich werde jetzt, erst gehen wir noch Fische schauen und dann gehen wir ins Bett. Deswegen verabschiede ich mich jetzt bei euch und hoffe, ihr hattet einen schönen Vlog mit uns. Wir hatten einen ganz schönen Tag und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten dabei seid. Ciao!